Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit eurem PC über die Z21 eure Anlage steuern könnt. Das heißt, ich zeige in diesem Video, wie ihr euren PC mit der Z21 verbinden könnt und dann eure Anlage soweit steuern könnt. Der Automatikbetrieb, den werde ich dann extra zeigen, aber jetzt geht es hauptsächlich mal ums Verbinden und um das Ansteuern einer Weiche und einer Lok. Was ihr dazu braucht, erklärt sich gleich von selbst. Ihr braucht einen PC, Laptop oder Rechner. Bei einem Rechner noch einen Monitor, Tastatur, Maus und ein LAN-Kabel. Ich empfehle euch, das einfach über ein LAN-Kabel zu verbinden, da dort einfach die Verbindung stabiler ist. Wie wir das Ganze verbinden, wir nehmen dazu die eine Seite unseres LAN-Kabels und schließen sie an irgendeinen, ich nenne es jetzt mal Port, an unserem Router an. Und das andere Ende kommt dann an den LAN-Anschluss unseres PCs, wie hier zu sehen. So, jetzt haben wir das Ganze auch angeschlossen. Ich bin jetzt schon drin. Bei mir ist das jetzt schon fertig eingerichtet, da ich das ja schon mal gemacht habe. So sieht das dann ungefähr zum Schluss aus. Und ich erstelle mir jetzt mal ein neues Benutzerkonto, um das Ganze euch zu zeigen, wie ihr das so einrichten könnt. So, ich bin jetzt auch schon in dem neuen Benutzer-Account drin und ich habe auch schon Rockrail installiert. Falls ihr es noch nicht installiert habt, ihr könnt euch das runterladen. Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann das Setup einfach ausführen und das ganz normal wie gewohnt installieren. Und jetzt starte ich auch mal die RockView-Oberfläche. Findet ihr im Startmenü unter RockRail und dann RockView. So, was euch jetzt als erstes entgegenkommt, ist diese Meldung, die ist Englisch. Ja, ihr könnt dafür auch spenden oder euch also einen Key kaufen, dann unterstützt ihr halt die Programmierer. Allerdings könnt ihr auch einfach auf OK klicken, dann ist das geschlossen, es kommt bei jedem Start. Und was ihr jetzt auch merkt, das Ganze ist auf Englisch und wir werden das jetzt in dem nächsten Schritt mal auf Deutsch umstellen. So, ich ziehe jetzt das Fenster mal weiter nach unten, dass ihr auch alles sehen könnt. Wir gehen jetzt auf View, dann auf Language und wählen dort Deutsch aus. Jetzt müssen wir das ganze Programm, also Rockrail, neu starten, damit die Änderungen auch wirksam werden. So, jetzt ist das Ganze auch auf Deutsch, wie ihr hier sehen könnt. Und als nächstes werden wir noch den Arbeitsbereich festlegen, denn ohne den Arbeitsbereich startet sich unser Server nicht mit und der Server, der schickt ja die Befehle an die Zentrale, damit diese dann die verarbeiten kann und deshalb werden wir als nächstes unseren Arbeitsbereich festlegen. Dafür gehen wir auf Datei RockView-Eigenschaften. Ich werde hier jetzt noch einen Screenshot einblenden, damit ihr das Ganze besser erkennen könnt, denn wir finden hier oben rechts den Reiter Standard Arbeitsbereich. Jetzt wähle ich auch die drei Punkte aus, wähle hier mein Verzeichnis eigene Dateien und erstelle hier einen neuen Ordner. Den nenne ich jetzt mal Rockrail. Das Ganze bestätige ich dann mit OK. Dann nochmal OK. Ja, jetzt muss ich das Ganze nur neu starten, also heißt, ich starte wieder die RockView-Oberfläche. Jetzt sollte sich nämlich auch dann der RockRail-Server im Hintergrund starten. So, also ihr könnt schon in der Taskleiste erkennen, er hat sich geöffnet, da müsste dann so ein schwarzes Fenster sein. Und als nächstes geben wir unserem Gleisplan einen Namen. Dazu gehen wir auf Datei und auf Gleisplanname. Ich nenne jetzt mal meinen Plan Testanlage. Ihr könnt die ja nennen, wie ihr möchtet. Ja, und jetzt fehlt uns nur noch, dass wir uns mit der Z21 verbinden und wir dann unsere Loks anlegen, beziehungsweise unseren Gleisplan.
um die noch zu verbinden, gehen wir auf Datei, Rockrail Eigenschaften und wählen dort oben im Reiter Zentrale aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit meiner Kamera näher hingehen, damit ihr das Ganze auch besser erkennen könnt. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass hier schon ein Eintrag drin steht. Diesen entfernen wir, damit es auch keine Probleme gibt. Dazu wählen wir ihn einfach an und klicken hier unten auf Entfernen. Jetzt müssen wir unsere Zentrale hinzufügen. Dazu suchen wir hier unten in dem Reiter, wo neu steht, nach unserer Zentrale, also Z21. Die sollte etwas weiter unten sein. Ja, hier habe ich sie auch schon, Z21, und klicken auf Hinzufügen. Jetzt steht unser Eintrag hier oben drin. Diesen wählen wir an und klicken auf Eigenschaften, denn diesen müssen wir jetzt noch konfigurieren. Was ihr hier eintragen müsst, sage ich euch jetzt. Tragt am besten das Ganze so ein, wie ich es auch eintrage, ansonsten funktioniert es nicht. Außer ihr habt eure IP der Z21 geändert, dann funktioniert diese Konfiguration so nicht. In der Schnittstellenkennung geben wir Z21-1 ein. Als Hostname haben wir also die IP unserer Zentrale, das wäre die 192.168.0.0. Bei Port tragt ihr folgendes ein: 21105. Die Benutzerkennung ist egal, da braucht ihr nichts eintragen. Ich werde jetzt auch noch mal einen Screenshot kurz einblenden, damit ihr das Ganze auch besser erkennen könnt. Das Ganze bestätigen wir damit okay. Und nochmal okay. Als nächstes müssen wir nochmal Rockrail neu starten. Dazu fahren wir den Server mit herunter und starten die Rock4-Oberfläche. Jetzt sollte nach dem Neustart unten rechts im Rockrail-Fenster ein paar grüne Fenster leuchten. Jetzt kann ich mal die Gleisspannung aus- oder einschalten und mal ein Video zeigen, dass das Ganze auch funktioniert. Ja, ich hoffe, das ist auch einigermaßen gut zu erkennen und dann haben wir die Verbindung jetzt erfolgreich hergestellt. Ja, da machen wir uns jetzt mal auf und fügen eine Lok hinzu. Dazu gehen wir auf Tabellen und auf Lokomotiven. Jetzt können wir hier unten auf Neu eine neue Lokomotive hinzufügen. Ich klicke jetzt mal drauf. Danach können wir die hier oben auswählen und über den Reiter Allgemein Schnittstelle und so weiter bearbeiten. Die Kennung wäre in dem Fall der Name. Ich nenne sie jetzt mal BR218. Der Code ist dazu da, falls zum Beispiel ein Fehler mit der Lok sein sollte, dann meldet der zum Beispiel Code 5 und nur ihr wisst jetzt zum Beispiel, was das heißt. Decoder-Typ ist auch egal. Als nächstes gehen wir dann auch schon zur Schnittstelle rüber. Dort wählen wir bei Schnittstellenkennung unsere Z21 aus. Bei Adresse hat meine Lok jetzt 18. Falls ihr jetzt eine Lok, die mehr Funktionen hat, mit zwei Adressen habt, könnt ihr noch eine zweite Adresse hinzufügen. Meine hat das aber nicht. Bei unserem Protokoll, meine hat jetzt hier Motorola. Und die Protokollversion spielt auch eine Rolle. Wenn ihr jetzt eine neuere Lok habt mit vielen Funktionen, dann müsst ihr eine höhere Protokollversion einstellen, zum Beispiel 25 oder so empfehle ich da mal auszuprobieren, weil ansonsten könnt ihr nicht alle Funktionen verwenden. Dann gehen wir noch auf den Reiter Funktion. F0 wäre eigentlich so das Licht. Ich kann das Ganze auch beschriften. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Sondern ich übernehme das jetzt einfach und ja, dann wähle ich die Lok mal aus und kann die jetzt auch schon, könnte die jetzt auch schon hier ansteuern. Mit dem Fahrregler, da ich ja verbunden bin. Ihr hört das Ganze jetzt nicht, da ich das Ganze nachträglich hier eingesprochen habe, da der komplette Ton nicht aufgenommen wurde von dem Video. Also könnt ihr das jetzt leider nicht hören, wie sie fährt. Falls sie nicht fahren sollte, einfach mal gucken, ob die Gleisspannung drin ist. Und ja, dann sollte sie auf jeden Fall fahren. So, nun erstellen wir uns noch einen Gleisplan.
Dazu wählen wir einfach den Reiter Gleisplan aus. Und dann sollte bei euch Gleisplan bearbeiten ausgewählt sein und dann können wir auf Gleisplan hinzufügen gehen. Jetzt kann ich dem Gleisplan eine Überschrift geben und auf eine Ebene einstellen. Ich lasse ihn aber auf Ebene 1 und nenne die Überschrift jetzt mal Testplan und klicke einfach auf OK. Ich habe jetzt immer noch den Plan, der Level 0 heißt und den werden wir jetzt auch noch umbenennen. Dazu gehe ich wieder auf Tabellen. Wichtig ist, ich muss den Gleisplan gerade beim Aktiv sein. Dann auf Gleisplan Eigenschaften und nennen den jetzt mal Schattenbahnhof als Überschrift. Und jetzt habe ich den umbenannt. Als nächstes werden wir noch das Raster aktivieren. Dazu gehen wir auf Ansicht und auf Raster einblenden. Das ist dazu da, dass wir einfach leichter erkennen können, wie viele Schienen wir verwenden und halt auch einen besseren Überblick haben. So, dann werden wir mal unseren Gleisplan bearbeiten. Dazu müssen wir als erstes auf Gleisplan gehen und dort auf Plan bearbeiten, auch wenn wir das schon vorhin getan haben, einfach mal nochmal kontrollieren und auch nochmal draufklicken. Denn bei mir, wie ihr jetzt sehen könnt, funktioniert das beim ersten Mal irgendwie nicht. Deshalb gehe ich nochmal auf Gleisplan und Plan bearbeiten. Jetzt funktioniert es. Und wenn ich jetzt einen Rechtsklick reinmache in ein Raster, kann ich hier auf Gleis eine Gerade hinzufügen. Und wenn ich jetzt einen Linksklick daneben reinsetze, fügt er die ein weiteres Mal ein. Jetzt kann ich auch noch eine Weiche hinzufügen. Dazu gehe ich auf Weiche und wähle hier aus, was ich habe. Ich habe jetzt eine Weiche nach links. Jetzt wähle ich Weiche links. Kennung kann ich hier eingeben. Zum Beispiel W01, Weiche 01, wie ich sie bezeichnen möchte. Und die kann ich jetzt noch über die Eigenschaften, Rechtsklick Eigenschaften, noch bearbeiten. Dazu wäre ich bei, da kann ich erst nochmal den Typ wählen. Und hier jetzt bei Schnittstelle wähle ich meine Z21 aus. Und Adresse hat die Weiche 10. Bei Protokoll habe ich ein Motorola. Das ist der normale Standard-Märklin-Antrieb. Oder beziehungsweise wenn man über den ISO-Switch-Pilot schaltet, dann ist das, läuft das über das Protokoll Motorola. Ja, und hier unten könnt ihr dann einstellen, was das für ein Typ ist, eine Beleuchtung, Servo, Sound, Motor, Analog oder ein Makro. Das Ganze übernehmen wir und gehen jetzt nun auf Gleisplan und auf Bedienung. Und nun sollte die Weiche auch schaltbar sein, indem ich sie ganz normal anwähle. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bei Fragen schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das war so verständlich, da ich das Ganze nämlich jetzt nachträglich einsprechen musste, weil der Ton einfach weg war. Und ja, einfach Feedback hinterlassen und wir würden uns auf jeden Fall über ein Abo und eine positive Bewertung freuen. Bis dahin, ciao Leute, haut rein.